Da kann man kommen, zu einer gewissen Zeit kommt man in die Computersprechstunde mit seinem Notebook oder mit dem Handy und kann Fragen stellen. Die Sicherung von bestimmten Kontakten, die ich haben will, dass ich das dann eben gesichert habe, wenn es mit dem Handy wieder was gäbe. Und dann neue Dinge, neue Apps. Zum Impfen anmelden, zum Testen anmelden, wenn es um den grünen Pass geht. Diese Dinge, die werden einfach mehr und da sehen wir auch unsere Aufgabe da, die Leute fit zu machen und sie zu unterstützen und auch zu ermutigen, die Dinge auszuprobieren. Eine Zeit lang war gar nichts. Dann ist eben Bewohnerservice draufgekommen, man könnte ja eigentlich mit Zoom etwas machen. Dann klippe ich nur die Kamera an und dann sehe mich alle. Und man spricht dann über verschiedenste. Da geht es ja nicht um einen Computer im Prinzip, sondern da geht es darum, was gibt es für gute Filme, was gibt es für gute Bücher, was mache ich gern, Menschen unter sich, aber auf Entfernung gesehen. Ein Stammtisch über Bildschirm. Da kommt man sich näher und das ist eine ganz feine Sache. Wirklich. Also ich habe schon sogar gesagt, das sollte man beibehalten. Auch wenn man sich wieder treffen kann. Weil die kommt nicht her von der Alpenstraße und von Taxa. Also ich würde mich gern weiterhin mit denen treffen. Und wenn es nicht persönlich ist, weil man hat sich kennengelernt. Ganz was Tolles, was da gemacht wird, ja.